Hallo, Lieblingstochter. Seltener Besuch. Um die Frage zu beantworten, ja. Ich soll dir helfen? Ja. Dir ist nicht mehr zu helfen. Oh, störe ich? Vollhaus? Hallo. Hi. Setz das irgendwo hin und mach keinen Stress. Ich dann mach keinen störst Stress, du mich. Ich will was von dir. Sonst du willst immer, du was von mir, das ist noch mal ganz was Neues. Eben, sonst willst du immer was von mir. Nein, ich habe ein Attentat auf dich vor. Du hast doch vor 2 oder 3 Jahren mal einen Bungee-Sprung gemacht. Das ist schon ein bisschen länger her, ja? Egal. Ich schreibe gerade eine Szene, in der es genau darum geht, nicht ums Springen, sondern ums Fliegen, also freier Fall, Schwerelosigkeit. Und jetzt soll ich sie schreiben? Nein, ich will ein gutes Buch schreiben. Ich wollte eigentlich wissen... Sehr nett, du kannst wieder gehen. Ich wollte eigentlich wissen, wie sich das anfühlt. Diese unglaubliche Leichtigkeit, diese Schwerelosigkeit, dieser Adrenalinkick. Wenn das Herz dann anfängt zu rasen und du denkst, dass das in deiner Brust explodiert. Ich wollte ja gar nicht mehr springen, weißt du? Ich stand da oben und habe dann so runtergeguckt, so... Ach, nee, ich lasse das lieber doch. Und dann hat der Typ mich da runtergeschubst. Du hast 2 Sicherungen. Du hast eine Sicherung um die Füße. Und du hast eine Sicherung um den Bauch. Ich hatte Springerstiefel an, in 2 Nummern zu groß und offen. Dann rutschten meine Stiefel so ein Stück. So. Ich war nur noch im Glauben, ich fall aus der Sicherung an den Füßen, ich fall aus der Sicherung, ich verliere meine Schuhe. Ich habe dann irgendwann nur noch die Augen zugemacht und irgendwann hat mich unten einer so Kopf unter so hallo, du kannst die Augen wieder aufmachen. Ich fühle mich wie bei deiner Mutter, ich komme einfach nicht zu Wort. Das ist zwar eine spannende Geschichte, die ich dir also hiermit klaue und irgendwann mal einbauen werde. Ich meinte aber tatsächlich diesen freien Fall, ob sich das überhaupt lohnt oder ob das so schnell vorbei ist, dass man gar nichts mitbekommt. Du, also, das lohnt es auf jeden Fall, danach bist du lebenslang traumatisiert. Ja, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Sonst jemand Erfahrung mit Schwerelosigkeit, Fliegen? Ich bin mal die Treppe. Da sitzt jemand, der sieht so aus, als hätte schon mal Fliegen geübt. Also die beiden hier, die hängen wohl auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Also die Fragestunde hat insofern was gebracht, dass ich schon beim Zuhören Rückenschmerzen gekriegt habe. Den Bungee-Sprung will ich mir ersparen. Wolfgangs Enkel Marvin hat bereits eine vielleicht nicht ganz selbstlose Idee. Warum nicht mit einem Modellflieger anfangen? Ja, das ist ja ganz spannend. Sowas wollte ich eigentlich immer auch mal machen. Aber was hat jetzt mit Fliegen? Hol das. Das ist ja nun gar kein Flugzeug. Das ist die Enterprise oder sowas. Ne? Ja, oder dann holen Sie gleich. Dann schon eher sowas. Nein. Das waren aber die ersten Flugzeuge, die eventuell. Ja, aus deiner Generation. Aber nee, das nicht, ist mal, was nicht mal aus meiner. Die sind schon über 100 Jahre alt. Ja, sag ich so, aus deiner Generation. Ja, danke. Also für 100 habe ich mich gut gehalten, finde ich. Oder dann holen wir automatischer sein, wenn du was vom Opa willst. Ich will doch nichts vom Opa, ich will dem nur so also mal Buch helfen. Hat mit Fliegen nur relativ, mit der Art von Fliegen, wie ich meine, nicht viel zu tun. Aber doch, du kannst zum Beispiel von der Sicht eines Zuschauers sehen, wie ein Flugzeug langsam, aber sicher. Ich will auch wissen, wie das ist, wenn man selber fliegt. Aber man kann sich aufs Flugzeug stellen, nicht fliegen. Aber ich wollte so ein Ding ja immer schon mal haben. Vielleicht ist das als Anfang gar nicht das Schlechteste. Ja, komm, wir holen das. Ich finde, ich habe das Kind gut hingekriegt. Also mein Sohn hat das Bestmögliche aus der Situation rausgeholt. Also ich bin ganz stolz auf mein Kind. Kurz entschlossen geht's in den nächsten Modellfliegershop. Bei einer so großen Auswahl fällt die Entscheidung schwer. Marvin will natürlich den größten Flieger, Wolfgang den günstigsten. Das Familienoberhaupt setzt sich zum Leidwesen seines Enkels durch. Schließlich geht es darum, für sein neues Buch zu recherchieren. Also als Anfängermodell, wenn wir Spaß dran kriegen. Aber wenn wir Spaß haben wollen, müssen wir den ganz großen. Ja, dann können wir ja nächstes Jahr wiederkommen oder in 1, 2, 3 Monaten. Das ist ja nicht das Problem. Oder in 3 Tagen, wenn der kaputt ist. Das wird dir schwerlich gelingen, so schnell geht er nicht kaputt. Aber ich denke, zum Ausprobieren ist das teuer genug. Wieder ein teurer Tag. Opa, du hast das viel zu kleine Ding gefahren. Ja, ich weiß, aber wenn wir das jetzt kaputt machen, ist das nicht ganz so schlimm. Ich versuch's erst mal. Wie, wenn wir das kaputt machen? Wenn ich Spaß dran finde, dann holen wir auch noch was ist denn das für eine Einstellung, wenn wir es kaputt machen? Realistisch. Oder wenn du es kaputt machst, das wäre realistisch. Ja. Wenig später zu Hause fängt die eigentliche Arbeit erst richtig an. So, das ging ja schneller, als ich gehofft habe. Ja. So, Arbeitsteilung. Du bastelst doch gerne, oder? Ja. Traust du dir zu, den zusammenzubauen, ohne ihn kaputt zu machen? Ist der unfallversichert?
Ernsthaft? Wenn nicht, dann mach ich's selber. Nö, ich kann's ja mal versuchen. Okay. So was, ich muss nämlich deiner Oma an ihrem komischen Fischteich helfen, sonst werde ich massakriert. Guck mal, du kommst nichts mit Gewalt und wenn du nicht weiterkommst, dann ruf mich lieber, ja? Wenn ich nicht weiterkomme, bevor ich dich rufe. Ich gehe dann mal lieber Fische ertrinken. Ja. Mein Herr und Gebieter, jetzt kannst du dich auch mal hier ein bisschen betätigen. Sag mal, was machst du da? Nichts. Du weißt schon, dass Marvin da drin ein hochkompliziertes technisches Experiment. Er baut das Flugzeug zusammen. Wenn ich ihn nicht beobachte, dann macht er dann mal einen Helikopter draus oder sonst was. Nee, du kannst mir jetzt mal erst helfen. Ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Du weißt, das macht ja mehr Vergnügen hier. Also, pass auf. Ja, will ich den Spaß wegnehmen. Siehst du da hinten die Algen rundherum? Was für Algen? Dieses Grüne da vom Pferd bis zum kleinen Wasserfall-Dings. Was sind Algen? Du brauchst nur so, um den Teich rumzugehen. Was krieg ich dafür? Geh. Was krieg ich dafür? Währenddessen geht Marvin mit Ehrgeiz und Begeisterung an den Flugzeugbau. Vielleicht hat er aber auch einfach nur Hunger. Fertig, Opa. Aber nicht mit dem Bauen, sondern mit den Nerven. Mach mir nicht meine Blumen platt, da steht die Todesstrafe drauf. So, und jetzt langsam am Rand vorbei. Ja, so hast du es schön. Ja, was nun? Ich hab doch gleich gesagt, nimm hier den Kescher, der ist stabiler. Das geht ja auch besser mit einer Harke, oder? Komm, geh Flugzeuge mit den Flugzeugen spielen. Geh. Geh. Bevor ich gleich nur noch Matsch hab. Guck mal, eine Blumen. Ich kann nicht mehr. Wolfgang? Wolfgang? Superschön, superschön. Meine Rosen. Geh, geh Marvin helfen, geh. Was denn? Geh ein bisschen Marvin. Hab dir gleich gesagt, dass komm, ich geh Flugzeuge bauen. Ich sag lieber meinem Gärtner wieder Bescheid. Also ich gehe eigentlich hin und stell die abgebrochenen Blumen dann in eine Vase. Versuch's mal damit. Gute Idee, danke. Bitte. Also er macht es bestimmt extra, das ist einfach nicht seine Welt. Er guckt sich das gerne mal an, aber mit anfassen tut er ja nie. Da muss erst der Fachmann kommen und schon klappt das auch. Meine Söhne können das ganz gut, vielmehr unsere Söhne können das ganz gut. Sind natürlich meine, wenn es darum geht, dass sie was gut machen, dann sind meine Söhne. Ne? Zum Glück ist Marvin nur Enkel. Das Ding macht meinen Kopf traurig. Ich dachte, du bist fertig und wir können schon erst einen ersten Jungfernflug machen. Zeig doch mal. Was ist ein Höhenberg oder irgendwas? Das weiß ich nicht, aber da sind doch garantiert Bilder dabei, oder? Aber keine spannenden Bilder, die sind langweilig. Wenn einmal falsch geklebt ist, dann falsch geklebt. Meinst du, das Ding kann man essen? Sicher, dass das Ding für Anfänger ist? Ja, die anderen möchte ich dann lieber nicht sehen müssen. Ich hab Hunger. Arbeiten, was blöd. Wie? Nicht hier drin, Opa. Ja, wie üblich Kinder leicht, aber ich habe nicht das passende Kind dazu. Dann naht der große Moment. Wird Wolfgang erfahren, wie es sich anfühlt, zu fliegen? Mal in die Richtung, oder? Schön, Opa! Meinst du nicht, eher einer muss den werfen? Klar, werfen. Hätte man auch gleich drauf kommen können. Jetzt. Das war für nix. Mein Opa soll gefälligst das große Ding kaufen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das besser ist. Damit gibt man Gas.
Senkrecht stellen. Hör mal raus. Raus. Gas weg. So langsam vergeht Wolfgang die Lust am Spielen. Der 60-Jährige baut das Flugzeug noch einmal zusammen. Dann macht er sich davon und überlässt dem Jüngeren das Flugfeld. Das war eine hübsche Erfahrung, aber für das, wofür ich es eigentlich gedacht habe, ist es natürlich absoluter Unsinn. Vielleicht spiele ich damit mal ein bisschen, aber für meine Arbeit bringt es überhaupt nichts. Was Wolfgang nicht bedenkt, sobald ein Erwachsener den Spielplatz verlässt, steigt das Verletzungsrisiko. Doch zum Glück fehlt Marvin der lange Atem für die ganz große Katastrophe. Bring the action. Außerdem knurrt dem 14-Jährigen immer noch der Magen. Oh, das Ding ist blöd. Eine Stunde. Länger durfte das Flugzeug nicht leben. Wenn ich liebe.